Hallo, ich bin Gamer und herzlich willkommen zurück. So, ja, ich nehme jetzt noch ein paar auf, beziehungsweise ich spiele das Spiel jetzt zu Ende, weil ich habe gerade erstens Zeit, zweitens Lust und drittens Festplattenspeicher. Sehen wir mir an, ich möchte den Hammer wählen. Das ist unter Wasser sehr effektiv. Ja, ich musste gerade halb lachen, weil in diesem Text zu dem im Ladebildschirm kam, die Midgard-Schlange muss irgendeine Metapher für eine monströse Vorrichtung sein, als Satz. Und jetzt denke ich mir, Moment, das ist wohl etwas ungünstig formuliert. Ja. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich stopp dich, muss hier. Ja, das ist riesig und es sieht sehr toll aus. Also. Ich weiß gar nicht, ob ich das davor machen kann oder erst später. Was für Stufen, kein Geländer. Doch, stimmt, genau das nur. Kann ich das davor auch schon machen? Ja, kann ich davor schon machen. Denn man sieht, hier ist eine Kette. Komm, Fischi, 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 Fischi und. Ich weiß, es ist eigentlich nicht sehr tierlieb, wenn man das macht, aber ach ja, ist auch noch eins. Man sieht, hier ist eine Kette und die muss man frei machen, damit man später etwas betätigen kann. Ah, hier ist auch so ein Heil dran. Oh, Clipping-Fehler. Na gut. Ja, gut, es passiert mal. Er kommt auf mich zu. Ah, ich kümmere mich gleich drum. Oder auch nicht. Gucken. Auf der Seite ist jetzt alles frei. Ja. Oh, dumme Sau, du. Na, das Schwert ist hier draußen. Es war jetzt optisch etwas ungünstig. Schönes Detail, Schatten der Haie. Vor Fragen kommen ja, ich mache die Haie gleich platt. Oh. Da habe ich mehrere Anläufe gebraucht, weil die nämlich, wenn man nämlich nicht darauf achtet, sehr nervig sein können. Ach stimmt, das war das, wo das machen muss. Kannst du es, wenn man da unten gerade was am Machen ist und auf einmal ein Hai angreift? Die sind teilweise sehr gut versteckt, also. Na komm. Bin mir gerade nicht sicher, ich schwimme einfach mal nach oben. Ah, da fehlt da oben noch was. Ja, das habe ich gerade übersehen. Mein Fehler. Ich will. Warum hat er jetzt. Ah, vielleicht bin ich aus Versehen auf den Knopf gekommen. Passiert auch mal.
müsste schon sein. Wieso habe ich jetzt bloß... Ah, ich habe den benutzt, genau. Oder ungewollt benutzt. Manchmal ist die Steuerung etwas hacklig oder ich bin heute irgendwie nicht so brauchbar für das Spiel. Ja, man kann durch die Heil... Ah, nee, kann man doch nicht. Ja, das hat der Clipping typisch Probleme. Jetzt ist der Weg frei, zum Teil. Das ist ein Stein. Und diesen Stein, den kann man hier einsetzen. Und man sieht, aha, jetzt wird das hier aktiviert in Rot. Warum das Rot ist, ich habe keine Ahnung. Aha, das speichert er schon. Ja, man muss jetzt quasi diese fehlenden roten Steine finden. Was aber jetzt auch nicht allzu schwer ist. Na komm. Denn der ist natürlich ganz oben. Genau, das kann ich benutzen, um... Ich glaube hier rüber... Nein, ah doch nicht, Moment. Ach stimmt, genau, das war ja das hier, ja. Habe ich was übersehen? Nein. Nein, das war... Und sie glitscht in den Boden. Natürlich. Aber die Rücksetzpunkte sind wie immer sehr fair gesetzt. Und ich mache mir mal das Licht an, weil es ist ein bisschen übersichtlicher. Oh Gott, das kann was werden. Aber das war jetzt gerade echt ungewollt komisch. Dann schauen wir mal. Ah Gott, warum geht das nicht? Moment. Das funktioniert meistens gut, aber nicht immer. Warum hat sie sich da nicht festgehalten? Das ist, war eine Stelle im Spiel, die mich etwas genervt hat. Nicht, weil sie unschaffbar ist, sondern
Das war zu weit drüben. Wo Fragen kommen, ja, sie kann eigentlich eine unendliche Anzahl an Steinen in ihrem Inventar aufnehmen, obwohl sie gar keine Tasche hat, in der sie das unterbringen könnte. Letztes Mal wohl übersehen. Oder er war mir. Egal. Genau wie der hier. Ich glaube, ich bin ja beim ersten Durchspiel gar nicht hochgeschwommen. Ja, es ist jetzt nicht sehr kompliziert und hier ist wieder ein Medi. So. Zermatoi. Ich hab mich hier mal um. Wenn man schon mal hier rumschwimmen kann. Was hier ist, ist schon sehr detailliert eigentlich. Wie weit kann ich eigentlich wegschwimmen? Ah, das ist eine Steuerung, die einen zurückdrückt. Ja, auch nicht schlecht. Auch nicht blöd gelöst. Das ist schon sehr. Also, ich muss sagen, detailtechnisch sehr schön gemacht. Und für Leute, die sich fragen, ob ich jetzt in der nächsten Zeit das neue Tomb Raider zulegen werde. Nee, ich warte, bis es billiger wird. Weil das, was ich davon gesehen habe, muss ich sagen, ja, sie sieht vom Prinzip her schon ganz gut aus, aber dieses, viele sagen, dieses Rollenspieltypische System mit den Erfahrungspunkten etc. ist nicht sonderlich brauchbar. Nachgeschaut hat. So. Ja, genau, der Klassiker. Na komm. Spiel hoch. Ich komme da nicht hoch.
bevor Fragen kommen, ich habe auch keine Ahnung, warum hier das. Achso, das ist dann, glaube ich, wieder zum Runterkommen. Ich springe hier rüber und springe hier an die Leiter ran. Das ist ein bisschen komisch, man muss den linken Stick nach oben drücken. Nein, das ist nicht richtig, wenn ich hier rüber springe. Normalerweise okay. Man muss den eigentlich nach oben drücken, dann zurückziehen und dann springen drücken. Das ist ein bisschen komisch, aber... Da oben, da drüben ist ein Schatz, aber der ist mir relativ schnuppe. Vorankommen, das ist, glaube ich, nicht so gemacht, dass man hier einfach wieder runterspringen kann, oder? Nein. Theoretisch ja, aber wahrscheinlich nicht so beabsichtigt. Glaube ich. Nee, geht doch sogar. Man muss bloß den Punkt richtig anpassen, genau. Dann kann ich hier nämlich nach oben schwimmen. Drehe ich mal unauffällig im Kreise. Ich habe auch beim ersten Spiel nicht lange gebraucht, bis ich die gefunden habe, weil es Levels sind so gemacht. Man tut sich nicht wirklich schwer, um da was zu finden. Warum ich den jetzt platt gemacht habe, ich wusste, dass er mich angreift. Weil es ist ein Hai, der spawnt. Das ist mir auch das letzte Mal gespawnt, weil ich es in den letzten Minuten eingesetzt habe. Sehr schön gemacht. Für Leute, die sich eigentlich fragen, wie das ist, mit, wenn man mit dem Gamepad spielt, mit dem 360-Pad, mit Vibration und allem, das ist sehr dezent, es nervt nicht, aber man merkt es. Also, ja. Sagen wir so, es rutscht ja nicht das Gamepad aus der Hand, weil es so stark am Vibrieren ist, aber es gibt ein gutes Feedback, wenn man schießt etc. Oder wenn ihr zum Beispiel sowas ist wie in dieser Zwischensequenz. Ich habe einen Hammer, ich werde ihn benutzen. Ja, hier kann man schön rumschwimmen und... Ah, genau, ich bin sogar richtig. Ah, dann kann ich aber schauen, ob hier vielleicht noch Heiltränke sind. Weil man denkt sich, ah ja, man schwimmt hier durch und dann ist man... Oh. Das ist seltsam, den hatte ich beim letzten Mal angesammelt. Egal. So. Oder bin ich auf neues Spiel? Nee. Ah, ja. Auf jeden Fall. Es ist immer gut zu gucken, wo gerade noch was sein könnte. Musik ist sehr schön stimmungsvoll, also am Soundtrack kann man über den Soundtrack kann man sich nicht wirklich beschweren. Obwohl er bei manchen Stellen dazu neigt, etwas Musik springt an, man denkt, oh mein Gott, was passiert jetzt? Und dann ist eigentlich nichts, was da wirklich so am machen ist. Hier ist ein Schatz, aber kein Heilzeug. Na? Das war jetzt, ich musste genau den Punkt abpassen und bin immer quasi ein Stück weiter getrieben.
Ah, hier kann man auch rüber. Gut, das sind so Sachen, die einem nicht auf Anhieb auffallen müssen. Oh, es kommt auch, glaube ich, gleich eine der Schlüsselszenen im Spiel. Ah, genau, den Schatz habe ich doch genommen gehabt beim letzten Mal. Genau, und hier. Ah. Mir fällt gerade auf diese. Oh, die schwebt über dem Boden. Mir fiel gerade auf diese nette Scanline-Filter. Den finde ich eigentlich sehr nett gemacht. Also, dieses, mit diesem. Diese leichte Streifenbildung im Bild. Dieses Interlaced-technische. Wie man es hat, wenn man eine Kamera, die in, nicht in Vollbildern aufnimmt. Also, dass jedes Bild ein komplettes Bild ist, sondern. Mit Halbbildaufnahme für Leute, die jetzt wissen, was ich meine. Schön für Leute, die es nicht wissen. Ja, kann ich auch nicht helfen. Ah, gut, ich meinte, ich muss. Ich bin da drauf. Und. Ich mag den Hammer, das ist eigentlich meine Lieblingswaffe im Spiel. Weil die sagt einfach, ein aufs Maul. Ich muss gerade überlegen, wo ich. Ah, genau, ich muss hier rüber. Da ist auch ein bisschen Auto-Aiming dabei, beim. Wenn es über irgendwelche Stege oder sowas läuft. Oh, nein, nicht reinfallen. Habe ich das jetzt nur wegen dem Schatz gemacht? Ja, habe ich. Es würde mir ein bisschen nachgeholfen, also beim Zielen. Zumindest, ich weiß nicht, ob das am Schwierigkeitsgrad liegt oder an was anderem. Dann probier's nochmal, also springen. Ja, sie, es wird automatisch die. Achso, stimmt, ich muss sie ja erstmal wegkloppen, bevor ich da überhaupt dran denke, hinzuspringen. Ich muss auch gerade mal gucken. Nee, er speichert, dass ich den Heidrick aufgenommen habe. Das ist gut. Ist auch nicht standardmäßig. Ah.
Was? Okay, glaube ich, finde jetzt immer mehr Bugs im Spiel. Ja, das Spiel merkt, dass man sich etwas zu blöd beim Spiel anstellt. Muss überlegen. Nee, möchte ich das ja, glaube ich, nicht hochziehen. Ah, jetzt wird man mit Heiltränken ausgestattet. Warum hat jetzt mein Gamepad vibriert? Mein Gamepad hat auf einmal kurz vibriert und ganz zzz, und das war's. Das Einzige, was mir echt nicht gefällt, wieso habe ich jetzt den Mensch genommen? Egal. Dass sie mir nämlich. So. Dass sie mir nämlich die Waffe wegsteckt, die ich ausgewählt hatte. Sprich, wenn ich den Hammer das letzte Mal ausgewählt hatte, dann. Ja, nicht. Dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Noch ein Stück, noch ein Stück. An dieser Stelle geht es gleich weiter. Ich nehme einen neuen Part auf und bis gleich.